Also ich muss kurz mal was sagen, hier ist ein Hund, der sein Herrchen sucht. Also derjenige, der hier einen Hund vermisst, das wäre toll, wenn man sich um den kümmern kann. Und ich weiß nicht, wo er zuletzt gesehen wurde, irgendwo hier am Wagen. Genau, jetzt rufe ich mal nochmal Coco her. Ich weiß nicht, wo du bist. Ganz, ja, ganz kurz. Coco, bist du hier irgendwo? Ah ja, da kommt er. Und wir sind immer noch hier, trotz Regen. Juhu! Ja. So, wir haben es geschafft bis hierhin und wir schaffen noch weiter. Also diese Dasein, dieses Leben, unsere Dasein können wir selbst gestalten, so wie wir uns vornehmen. Nur wenn wir zusammenhalten, wenn wir zusammen sind, wird das möglich sein. Wir sind in eine Zeit gekommen, wo gefragt wird, zusammenzukommen. Und nochmal, ich erinnere, dass dieser Planet, die Erde, also von meiner Tradition her, wir sind Kinder dieser Erde. Wir kommen davon. Und wer es nicht glaubt, soll sich daran erinnern, wenn wir uns wenden an unsere Wurzeln, wo wir herkommen, unsere Ahnen. Die sind bereits da und die werden uns unterstützen auf unsere Wege. Und ich wünsche uns allen, dass wir die Kraft und den Mut haben, uns für dieses Leben einzusetzen. Und nochmal die Erinnerung mit Liebe. Und wir sind bereit, auch euch zu unterstützen und die Mutter Erde kennenzulernen und lieben zu lernen. Unsere Dankbarkeit und unsere Liebe kann uns weiterbringen. Nur das kann uns weiterbringen. So, ich freue mich, dass wir hier trotz des Regen, was es wie ein Segen uns hier reinigt, dabei sind. Und ich wünsche uns allen, dass wir diese Art der Veranstaltungen noch weiter halten und dass wir unsere Stimme erheben, dass wir präsent zeigen, dass wir uns immer wieder zeigen. Ayumasikunapa. Das heißt, wir sind alle miteinander verwandt. Also, wir haben jetzt noch Zeit bis 18.30 Uhr. Ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt. Wir haben Musik und wir haben auch noch Sprecher. Du wolltest irgendwas sagen, ne? Ja, ich möchte stellvertretend für die Initiative Blauer Himmel, die vorher Sauberer Himmel heißt oder hieß, möchte ich hier sprechen. Ich möchte euch für eure Demonstration als erstes bedanken. Ganz einfach, die chemischen Spuren am Himmel, ein Teil garantiert auch Monsanto mit bei, um auch mit den Stäuben genmanipulieren den Bauern ihre Felder. Also nicht nur direkte Bestäubung und der Verkauf von genmanipulierten Samen, sondern auch beobachtet es am Himmel, die Zerstörung des Himmels, und ich stehe für einen sauberen Himmel. Nur weil wir juristisch diesen Begriff nicht mehr bezeichnen können, sind wir die Initiative Sauberer Himmel. Deswegen sage ich euch, da oben wird das Wetter manipuliert, und weil ihr hier die Demonstration machen wolltet, wurde hier zielgerichtet Regen gemacht. Aber für die Brandenburger Landwirtschaft möchte ich euch ganz herzlich bedanken, dass wir jetzt endlich wieder den Regen haben. Denn ich sage euch, da oben wird das Wetter manipuliert, damit Ernten ausfallen und dann Gewinn bringt, der fehlende Lebensmittel an der Börse gehandelt wird. Das ist ein Kriegsverbrechen. Ja, und dasselbe mit dem Monsanto, mit den Genmanipulieren. Es ist nur, uns abhängig zu machen. Wisst ihr eigentlich, was die Börse ist? Jeder, der Zinsen versucht zu erwirtschaften, es ist Völkermord. Gewinn mit den Völkern an Armut, Krieg,
und Sichtum. Danke für die Aufmerksamkeit. Achso, ich wollte noch sagen, die Filme, die ich am Rathaus aufgenommen habe, ich bin, so wie ich und mein Vorredner sagte, ich habe mich selbstständig gemacht. Ich mache auf YouTube Berliner Justiz, genau der richtige Begriff, mache ich meine Informationen für die Zukunft unserer Kinder in Frieden und Völkerverständigung. Du wolltest auch noch was sagen, ne? Ich gebe dir mal was. Also, das wird sehr kurz. Ich möchte nur sagen, dass wir leben unter die Hegemonie von der linken Gehirnhemisphäre. Wenn Ken spricht über, hat Spaß dabei bei der Veränderung, warum können wir diesen Spaß nicht haben? Weil wir nämlich leben unter der Hegemonie von der linken Hemisphäre. Diese Hemisphäre, der kann rechnen, der kann zählen, der kann sprechen. Das heißt, das ist auch derjenige, der sagt, diese Bank gibt mir 5% und diese Bank gibt mir 1%. Dummerweise der rechte Hemisphäre, der hat überhaupt keine Ahnung von Zahlen. Also der sagt, mach mal, ich weiß nicht, worüber du sprichst. Und der linke sagt, du musst große Angst haben, weil wenn du es nicht machst, dann könntest du pleite werden. Und eigentlich die ganze Botschaft, was wir da gehört haben, die eine sagt, eher was auf deinem Teller ist oder hab Spaß bei der Veränderung. Das sind Sachen, die wir nur erreichen können, wenn wir unsere rechte Gehirnhemisphäre aktivieren. Beziehungsweise meditieren, Spaß haben. Der rechte Hemisphäre hat Humor. Der ist nicht nur depressiv, wie manche denken. Der hat einfach Humor und das muss man benutzen. Und der hat auch keine Angst, weil er nicht zählen kann. Er kann nicht rechnen, er kann gar nicht. Denkt man. Der kann aber eine Menge. Also meine Botschaft ist einfach nur, denkt dran, ihr habt zwei Seiten. Wir werden regiert von Kokainmenschen, das heißt linke Gehirnhemisphäre Leute. Jawohl. Die können alles Mögliche machen. Wir wollen die LSD-Leute sein, die einfach träumen und Spaß haben für eine schönere Welt. Darum geht es, Leute. Ja, ich würde sagen, wir haben zum Abschluss noch einen Sprecher hier aus Kanada, der kann auf Deutsch sprechen und an dem würde ich jetzt das letzte Wort übergeben. Und ich danke euch total, dass ihr bis jetzt hier durchgehalten habt. Und ich hoffe, wir machen weiterhin solche Aktionen. Ja. Danke, Herrn. Ich bin der Dietrich Wettel. Ich bin vor 35 Jahren nach Kanada ausgewandert als Arzt und möchte ganz kurz erklären, was Monsanto und ihre Produkte wirklich auf sich haben. Wenn Sie das nächste Mal in USA oder Kanada sind und nach jedem Essen, egal ob es das beste Restaurant oder McDonald's ist, sich so ein bisschen mulmig im Magen fühlen, dann sind das wahrscheinlich die genetisch modifizierten Nahrungsstoffe, die so weit verbreitet sind in Nordamerika, dass man denen nicht mehr entkommen kann. Zusätzlich zu diesen GMOs haben sie allerdings auch jede Menge Roundup. Und wir haben bisher noch nicht viel über Roundup gesprochen. Alle Nahrungsmittel werden praktisch mit Roundup verseucht. Auch das Grundwasser ist mit Roundup verseucht. Vor nur 2 Monaten erschien eine Studie von MIT in Boston, wonach Roundup mit Leberschäden, Alzheimer und Autismus zu tun hat, weil es die Leberenzyme vergiftet. Roundup ist außerdem mutagen, das heißt, es kann Krebs verursachen. Das hat man in Argentinien vor 2 Jahren schon festgestellt. Roundup wird heutzutage über die Felder gesprüht, als wäre es Wasser. Und damit werden die Linsen, die Rapsfelder künstlich gereift. Die Regierungen weltweit haben bis zu 200 Mal so viel Roundup als Restbestand erlaubt, wie das früher der Fall war, ohne jede einzige Studie. Nochmal auf die GMOs zurückzukommen. Sie haben da Produkte, die bakterielle Gene eingeführt haben. Das Korn oder der Mais, der produziert seine eigenen Pestizide, die auch im Körper weiterarbeiten. Die Antibiotikaresistenz ist all in diese Pflanzen eingebaut und arbeitet auch in ihrem Magen-Darm-Trakt weiter. Das heißt, ihre Bakterien werden umerzogen, auch antibiotikaresistent zu sein, als Resultat der Tatsache, dass sie irgendwelche Tortillas oder Kornprodukte konsumiert haben. Dann sind da die Öle, die vom Rapsöl deriviert sind und die werden auch sehr stark mit Roundup behandelt, damit das alles gleichzeitig reift. Ich habe da ein paar Notizen, aber im Grunde genommen habe ich das Wichtigste gesagt. Wir müssen noch über Monsanto sagen, dass vor nur 2 Monaten Barack Obama, vor 6 Jahren hat er gesagt, er würde alles labeln, also Etiketten draufschreiben. Das ist nie geschehen. Aber vor 2 Monaten hat er den Monsanto Protection Act durchgehen lassen.
wenn eine Firma wie Monsanto ein Produkt produziert, das erwiesenermaßen alle möglichen Krankheitsursachen verursachen kann, dann kann man die Firma Monsanto nicht mehr belangen. Die sind immun von Strafverfolgung. Das muss man sich mal vorstellen, in einem Land, das sich freies Land nennt. Außerdem, weil so viel GMOs in Nordamerika produziert und an den Mann gebracht werden, sind die Leute ja, wie viele sehen aus wie Karikaturen, von Übergewichtigkeit bis zum geht nicht mehr. Autismus ist überall und keiner weiß sich zu helfen. Die Ärzteschaft hat damit ja bisher noch nicht Kontakt aufgenommen, dass das durch die Ernährung verursacht wird. Mein Deutsch ist so ein bisschen holprig nach 35 Jahren. Das ist gut. Wie bitte? Ja, ein berühmter kanadischer Farmer, der hieß Percy Schmeiser, vielleicht haben Sie davon schon mal gehört, der wurde vor mehr als 10 Jahren von Monsanto durch die Gerichtshöfe geschleppt, weil da der Raps in sein Feld geweht war. Und das passiert eben mit diesen ganzen genetisch modifizierten Produkten. Und dann wurde ihm erstmal seine Ernte weggenommen. Dann drohte ihm, das ganze Land weggenommen zu werden. Und er hat aber letztendlich gegen Monsanto gesiegt und ist wahrscheinlich der Einzige, der Monsanto mehr Schaden zugefügt hat als jeder andere. Der Herr Percy Schmeiser ist in der zweiten oder dritten Generation aus Bayern und hat in Deutschland sehr viel gesprochen. Ich sollte noch eines erwähnen, wenn also ein genmodifiziertes Produkt im Umlauf ist, dann kann man das nie wieder aus dieser Welt entfernen. Das verbreitet sich so wie die Kaninchen in Australien, weil die keine Feinde hatten. Die Menschen auf der Welt. Ja, gibt es andere Beispiele. Auf jeden Fall, sie können die Dinger nie wieder loswerden. Das ist im Grunde genommen schlimmer als eine nukleare Verseuchung, die langsam aber sicher abklingt durch die Halbwertszeit. Die genmodifizierten Saatgüter, die jetzt im Umlauf sind, lassen sich nie wieder entfernen. Das beste Beispiel dafür war der Flachs, der vor 10 Jahren modifiziert worden war, nie auf dem Markt war angeblich, nie angebaut worden war, aber man wusste, dass er hergestellt wurde. Und als vor 2 Jahren Bio-Flachs von Kanada nach Deutschland geschickt wurde, da hat jemand das auf Genmodifizierung untersucht und da stellte sich heraus, dass das modifizierte Gen in diesem Bio-Flachs drin war. Die Sachen kann man nie wieder aus Deutschland oder der ganzen Welt entfernen. Ja. Ja, die Bank, ja. Dieser Saatgutbank wurde ja im Prinzip auch von Monsanto, glaube ich, soweit ich weiß, mitfinanziert und auch von Microsoft, Pau, all die üblichen Verdächtigen sind daran beteiligt gewesen. Also das haben sie ja nicht umsonst getan, dieses Ding da rum gebaut. Das haben sie nicht getan, um es für die Nachfolge. Der Herr spricht über die Saatbank in Norwegen und dass die Tatsache, dass Monsanto all diese Saatgutfabrikanten aufkauft und inzwischen der weltgrößte Saatproduzent ist und auf die Weise praktisch kontrollieren kann, was für einen Farmer heutzutage noch zur Verfügung steht. Denn das Bienensterben muss man auch erwähnen, denn das Korn und der Soy produziert praktisch Pestizide auf andauernder Basis. Michael Taylor wird mir gerade hier zugeflüstert von meiner Partnerin Heidi. Michael Taylor war früher der Chef von Monsanto und Obama hat Michael Taylor den Chef der FDA, Food and Drug Administration, in den USA gemacht. Da kann man mal überlegen, was der Obama aus der einen Seite des Mundes sagt und wirklich denkt und macht hinter den Kulissen. Er hat also einmal den Monsanto Protection Act unterschrieben. Er hat auch den Monsanto-Chef zum obersten Aufseher der Food and Drug Administration gemacht. Und bisher hat es noch kein genetisch modifiziertes Produkt gegeben, das nicht durch die USA, durch den Approval-Prozess gegangen ist. Die sind alle genehmigt worden, sind alle im Umlauf. Und es geht immer so weiter. Die Amerikaner zwingen die Europäer praktisch durch diplomatische Wege, diese Sachen zu akzeptieren. Und das geht auch wieder durch die Hintertür. Aber wiederum, sie wissen gar nicht, wie gut sie es hier haben in Deutschland, dass sie eben noch relativ beschützt sind.
Wenn ich hier bin in Deutschland, kann ich überall essen. Wenn ich in Nordamerika bin, dann kann ich nur im Bioladen essen. Sonst bekommt mir das Zeug nicht mehr. Und es ist nachgewiesen bei den Rattenversuchen, dass Tumoren verursacht werden. Heidi hat das schon erwähnt. Der Magen-Darm-Trakt innerhalb von 2 Wochen praktisch aufgerollt ist und das Epithel versagt. Die Nierenschäden, die Leberschäden, das ist alles erwiesen. Und zum Glück haben die Franzosen vor 2 Jahren die Studie veröffentlicht mit der Langzeitstudie mit den Ratten, wo das auch nochmal erwiesen ist. Aber die Patente für die genmodifizierten Produkte sind so aufgeschrieben, dass ein Privatforscher nicht sich 10 Ratten kaufen kann, die füttern darf. Das ist ein Verstoß gegen die Patente. Es gibt keinerlei unabhängige Forschung über diese Sachen. Das ist alles Industrieforschung. Ja, ich glaube, vielleicht möchte noch jemand anders was sagen hier. Ja? Vielen Dank. Okay, ich wünsche euch einen ganz tollen Nachhauseweg und eine heiße Badewanne und noch viel Spaß. Dankeschön, dass ihr alle da wart. Woohoo!